Gut, ich denke, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass wir noch mehr Informationen brauchen. Also schlage ich vor, dass jeder nach seinen Möglichkeiten nähere Informationen einholt. Wenn ihr denkt, nun ja, eure Lehrmeisterin, meinetwegen auch Pearl Bearer, jeder, der etwas wissen könnte und unsere Mission nicht gefährdet. Nun, deshalb habe ich ja schon mit einem Druiden zu konferieren begonnen. Also, Genau, habe ich ihn. dann warten wir auf seine Antwort. Ich werde mich derweil mit Bombera und Arachno in Verbindung setzen und schauen, ob ich über diese Netherwind mehr herausfinden kann. Das für den Fall. Nurraven, ich könnte euch einiges erzählen. Wir haben ihn ja schon ein, zweimal getroffen. Ich meinte eher Magie theoretisch verwendet ist. So etwas wie einen Beschwörungsnamen zum Beispiel. Hier dachte ich mir. Ist das nicht schon mal für jemanden schrecklich schief gegangen? Wollt ihr Alien oder neben Körper haben? Er nicht. Ja, ihr habt recht. Ja, außerdem, wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Gut, dann denke ich, dass ich wohl versuchen werde, Kontakt zu den Mabiden aufzunehmen. Oder zur Boronkirche. Allerdings. Sprechen wir dies auf dem Weg nochmal in Ruhe durch, wer was tut. Und jetzt geht's zurück nach Janka? Oder wie? Mit Umweg über Elberum. Was wollen wir denn in der Stadt? Nun, ihr wollt dort überhaupt nichts. Ihr wollt euch mit eurer Lehrmeisterin besprechen und uns in Janka treffen. Okay, dann reise ich gleich ab. Ja, ihr wollt wohl wirklich unbedingt diese Bücher, ne? Nun ja, sie könnten hilfreich sein für unsere Forschungen. Ah ja. Seid ihr euch denn sicher, dass da keine anderen mehr sind? Nun, das werden wir sehen, wenn wir vor Ort sind. Ja, nur weil wir gesucht werden in der Stadt. Aber. Nun, ich hatte nicht vor, durch das Haupttor in die Stadt zu marschieren. Ich glaube, auch dort sollten wir nicht alle gehen. Vielleicht könnte Abel mir einfach einen kleinen Blick in den Buchladen werfen und einmal sehen, was dort noch so an Werken ist. Wenn sie wirklich über diese Werke Niobaros verfügen, die sie uns damals angepriesen haben. Wenn es diesen Laden noch gibt, mir schwant nichts Gutes, aber wir werden sehen. Dann beeilen wir uns am besten. Haben wir noch genug Drogen? Sonst hole ich noch ein paar im Schlund. Was sollen wir denn mit Drogen? Es reicht, wenn Abel mir die Stadt durch das Tor betritt. Je weniger Aufsehen, desto besser. Ja, da bin ich ganz bei euch. Gut, und der Weg nach Janka würde uns sowieso wenigstens an Elberum vorbeiführen. Gut, Gut, dann dann sind geht's wir los, hier oder? fertig. Okay, dann nickt Hippolyta, verschränkt die Arme vor ihrer Brust, nickt euch einmal zu, grinst schelmisch und verschwindet im dicken Limbusnebel. Ich will wirklich wissen, wie hoch die den Transversalis hat. 21. Das ist nicht genug. Sie macht einen Zwischenstopp in irgendwo, weiß ich nicht, Perikum. Klingt vernünftig. So könnt ihr weiter durch Djerim Yalet, die ja, Schlangenpfade entlang gehen, von Kel Shalteref runter nach Smidjat. Ausgeschildert ist es natürlich, auch wenn ihr hier wenigen Pilgern begegnet. Zwar gab es noch den einen oder anderen nach Nassori, aber nach Kel Shalteref ist ja zurzeit ja, gesperrt. Und so begegnet ihr zwar ein paar Händlern, aber keinen weiteren Ferkiner, die euch auflauern oder aber Nachtwinden oder eine andere Kabalja, die des Weges kommt und euren Kopf kosten möchte. Auch keine weiteren, ja, gedruckten Steckbriefe von euch, die ihr dann erkennen könnt. Und nach einem Tag der Reise mit euren Pferden vorbei in Smidjat, wo ihr nochmal eure Ausrüstung auffrischen könntet, weiteres frisches Wasser, noch etwas schönes Pökelfleisch, steht ihr vor den Stadtgrenzen von Elbrum.
vor euch das Viertel Fellerkant mit den zahlreichen Bauern, die dort in der trotz der Jahreszeit auf den Feldern stehen und misstrauisch beäugt werden von irgendwelchen Wachen, die dort oben auf den Türmen stehen und mit der Peitsche drohen. Ja, möchtet ihr die Stadt ganz normal betreten oder habt ihr etwas anderes vor? Schickt nur Abelmir rein. Ihr schickt nur Abelmir rein auf der Suche nach den Büchern? Ja, oder? Ich würde mich da auch... Ja, okay. Fühlt ihr euch sicher, allein zu gehen, Abelmir? Nun, ich denke schon, wenn ich mich mit einem Zauber tarne, sollte mir nichts passieren. Gut, dann werden wir schon ein Stück in Richtung auf der Straße nach Janka weiterreiten und dann dort auf euch warten. Damit wir nicht hier vor den Toren herumlungern. Gibt es irgendwelche Präferenzen, nach denen ich suchen sollte für euch? Wartet, ich hatte doch hier diesen Zettel. Zulamin fängt an, in ihren Sachen rumzukramen. Wisst ihr noch, was sie gesagt hatten? Ja, natürlich wisst ihr es noch, deswegen seid ihr ja so scharf drauf. Gut, ich würde den Zettel mal an mich nehmen und mal groß einen Blick drüber werfen. Nun gut, ich versuche mich zu beeilen. Abelmir. Mein anderes Buch ist irgendwie verschwunden. Schau mal, ob du noch eine weitere Kopie finden kannst. Welches Buch meint ihr? Erinnerst du dich noch? Da waren so Bilder. Das ist da waren viele Bilder. Das ist nicht hilfreich. Es ging um einen Söldner. Wisst ihr den Titel? Nicht so direkt. Es war so eine Art Bilderbuch mit Kaiser Perwal. Ja, der Söldner und der Kaiser. Das klingt doch ganz gut, Abelmir. Schau mal, ob du eine Kopie findest. Und vielleicht gibt's ja auch einen zweiten Teil. Ich werde mich umschauen. Nun gut, wir sehen uns dann am Nordtor. Ja, wir werden vermutlich in irgendeinem Waldstück lagern und jemand von uns wird Ausschau halten. Gut, dann würde ich den Zauber nochmal wirken. Ich lasse mir Zeit. Diesmal machst du eine Stunde. Okay, und dann betrittst du die Stadt. Du hattest den Buchladen ja auch schon einmal gesehen, ne? Ich weiß genau, wo ist. Ich stand da schon drinnen im Laden. Ja, genau. Gib mir trotzdem mal eine Gassenwissenprobe. Dafür ist sie da. Ist erleichtert? Zählt Ortseinschätzung. Ortseinschätzung? Er hat ja nur Verbindung gekauft. Ja, mit 8 habe ich trotzdem gefunden. Ja, mit 8 wirst du es geschafft haben. Und du bist ja auch unter deinem schönen Zauber, dein neuer Lieblingszauber. Genau. Ignoratia. Und ich habe inzwischen auch nachgeschaut, was diese Spannendes hatten. Und zwar waren das zum einen Magicae Rebus Optimus von Niobara und Schwarzer Rosensaft und andere Gifte von Niobara und Donatium zusammen. Und Zulamin hatte sich das damals für die vermeintliche Auftraggeberin aufgeschrieben. Ja, genau, weil du ja als Söldnerin da warst und nicht als Reihergeweihte. Genau. Ja, Abelmir, wenn du das Geschäft der beiden Brüder nicht betrittst, aber wenn du davor stehst, kannst du sehen, dass wohl die Kästen davor angebracht, diese Holzkistchen, sind allesamt voll mit diesen Steckbriefen von euch. Da liegen wohl auf den ersten Blick 200 Kopien drin, die man sich wegnehmen kann. Und der Rest ist verrammelt und verriegelt, also große, schwere Holzbretter, die davor angebracht sind und vernagelt worden sind. Gut, da gibt es einen Hintereingang. Auf den ersten Blick nicht ersichtlich, weil dieses Gebäude an die Stadtmauer wohl angrenzt. Okay, wie viel Betrieb ist jetzt in der Stadt hier? Also in diesem Viertel ist es ist laut. Du kannst keine Leute sehen, aber du weißt, dass mindestens 2 Straßen weiter steckt wieder wohl irgendein Mütterchen ihren Kopf nach draußen und unterhält sich über die neuesten Rezepttipps von Abujian, der wohl von
Selindigian gehört hat, dass seine Mutter und so weiter und so fort. Also dieser ganz normale maraskanische Klatsch, der findet zwei, drei Gässchen weiter statt. Wir hätten die Insel abbrennen sollen, dass wir die Gelegenheit hatten. Nun gut, dann würde ich probieren mal, gucken wir um nach einem Regenrohr, an der, wo ich hochklettern kann, aufs Dach. Da brauchst du auch keine Kletternprobe, du wirst eins finden, kannst dich dann nach oben ziehen, siehst da wohl auch, wie zahlreiche Wäscheleien von der einen zur anderen Richtung gespannt sind und ziehst dich dann entweder an der Regenrinne oder aber auch an diesen merkwürdigen Holzverschlägen, kannst dich dann nach oben treten und stehst dann auf dem Dach. Und guck mir halt dann mal einen Eingang um nach einer Dachgaube etc. Ja, eine Dachgaube, so ein kleines Giebelfensterchen wirst du finden. Das ist nicht geöffnet. Du müsstest es halt aufhebeln und den Riegel irgendwie lösen. Das würde ich gleich probieren. Ja, Mechanik? Feinmechanik? Mechanik, das ist. Feinmechanik. Nee, es ist Mechanik. Es ist keine Feinmechanik. Okay, wie du sagst. Feinmechanik ist ja sowas wie Uhren herstellen. Ja, alles gut. Ja, hebelst so weit auf, wie es irgendwie geht. Das ist nicht viel. Nimmst dir ein kleines Stöckchen, schiebst dann den Riegel beiseite und kannst dich dann durch dieses kleine Giebelfensterchen, wenn du es ganz aufgezogen hast, fallen lassen. Der Buchladen ist leer und verlassen, staubig. Es riecht nach diesen Büchern. Und die haben nicht viel mitgenommen. Also es ist zwar verrammelt, aber hier hat niemand noch irgendwelche Bücher beseitigt oder so. Bevor ich jetzt den Fuß auf den Boden setze, würde ich mir erstmal nach irgendwelchen Drähten umgucken, also als Fallen, die hier gespannt, geschärft sind, wie auch immer. Ja, dann würfel mal eine. Ja, eigentlich ist es eine Sinnesschärfeprobe. Aber du kannst natürlich auch ganz großartig Fallenstellen würfeln. Das ist natürlich viel besser. Ich habe keinen Fallenstellen, ich habe nur Sinnesschärfe. Ja, dann macht Sinnesschärfe. Und falschen Händen. Resigniert er das sagt. Aber ich hätte schon falsch, aber beschissen habe jetzt insofern. Ja, also du kannst sie zwar bauen, aber sie platzieren an den richtigen Stellen. Wo würdest du das machen? Ja gut, Drähte, macht man das heutzutage noch mit Drähten? Oder in diesen ganzen Büchern und Druckfallen etc. Ja, richtig, genau. Also du weißt nicht genau, was da so alles auf dich zukommen kann. Du solltest vielleicht nicht irgendwelche Truhen unbedingt öffnen. Aber dich da jetzt runterfallen lassen sollte kein Problem sein. Drähte siehst du erstmal nicht. Ich würde mich probieren, wenn überhaupt, über die Möbel zu bewegen, mich den direkten Fußboden zu berühren und probieren auf diese Weise zu den Auslagen des Ladens zu kommen. Dann gibst du mir sowas von einer Akrobatikprobe. Hast du nicht einen Motorikus? Hol die einfach zu dir. Ja. Akrobatik. Habe ich nicht. Muss ich auf Körperbeherrschung? Körperbeherrschung plus 10. Ach du Scheiße. Ist das nicht eine 5er? Nee. Ja, das war abzusehen, dass ich das nicht schaffe. Ja, du versuchst es, in diesen ganzen Büchern, die diese Raphim liest, diese Bildbände, da funktioniert das immer, aber wenn du dann von dem einen Bücherregal zum anderen versuchst zu treten, dann kannst du wohl bemerken, dass dein Spagat ein bisschen weiter zieht und dann merkst du, dass die Bücherregale wohl anfangen zu kippen. Ich würde loslassen, den Boden purzeln. Und fällst auf den Boden, Staub, der herumwirbelt. Du guckst nochmal so einen Sekundenschreck nach oben, ob jetzt beide Bücherregale zu jeweils zwei verschiedenen Seiten kippen oder aber auf dich drauf. Sie wackeln auch gewaltig, aber bleiben wohl stehen. Aber du hast hier unglaublich dein Gemächt gezerrt, dein Becken rebelliert. Du bekommst auf alle Fälle 1W6 Schadenspunkte. Okay. Und der ein oder andere Nagel, der gerade herauslugt und deine Kleidung zerrissen hat an den Hosenbeinen. Puh, ich war mir bestürzt, dass ich jetzt irgendwelche Fallen auf dem Boden auslöse, aber anscheinend gibt es hier keine Fallen. Zumindest ist ja auch nur ein Buchladen von zwei unschuldigen Brüdern. Ja, genau. dann würde ich mich mal ganz, ganz vorsichtig einen Schritt vor den anderen setzen und erstmal prüfen meine Zehen, ob das Dielenbrett nachgibt und mich langsam den Buchregalen nähern.
Ja, also wenn du möchtest, kannst du dich dann nach und nach an die Auslage herantasten. Siehst da wohl auch unter einem kleinen Glasboard, was man da wohl aus dickem Glas angefertigt hat, kannst du dann so eine große Liste sehen, ein offengeschlagenes Buch mit vielen, vielen Einträgen. Und obendrauf liegt wohl noch ein Sonderwunsch, da klebt wohl noch ein Zettel dran, für irgendjemanden, der das abholen soll, Erlebnisse einer Prinzessin. Das ist wohl auch wieder einer dieser Bildbände, die Rafim so sehr interessiert hat. Ich würde mal über die Tresen gucken und auf die Rückseite von dem Tresen gucken, in dem Fach, wo man normalerweise unter dem Tresen so Bücher ablegt, vielleicht für Sonderkunden. Dass die dieses Buch finden, mit diesem expliziten Titel. Ja, also wenn du unter den Tresen greifst, dann wirst du erstmal den Heftklinger eines Dolches schauen. Du siehst wieder wohl unter dem Board so eine Dolchklinge, die entgegenragt. Also nicht die Klinge, sondern das Heft. Ah. Also es ist wahrscheinlich irgendwie so eine Notfallmaßnahme, weil jemand ein Dieb ein Einbrecher oder ein Dieb dich den Laden plündern will von vorne. Ja, genau. Über dir miaut es. Und du siehst, wie eine Katze dir entgegenguckt durch das Dachfenster. Ich winke der Katze zu und ziehe das Buch, wenn es ein Buch gibt, unter dem Ladentresen hervor und leg es erstmal auf den Tresen selber. Ja, also kannst du reingucken. Wie gesagt, es sind viele Einträge. Einige sind durchgestrichen, also Bestandsexemplare oder auch nicht. Und es ist ein gewaltiger Wälzer mit all den Einträgen, die hier wohl irgendwo in den Bibliotheksregalen zu finden sind. Gibt es ein System? Das, was als erstes reingekommen ist, ja. Ich meine, dass man findet, dass, weißt du, ein Eintrag 87b ist im Regal B und dann. Ja, genau, also das steht da drin. Aber so wie die Bücher eingekauft worden sind, so stehen sie in der Liste drin. Und danach wurde auch gesagt, in einer anderen Spalte, wo steht dieses Buch? Dann würde ich nach den schnellen Büchern suchen, die wir suchen. Okay. Aufgetragen worden. Ja, das dauert auf alle Fälle so. Mit dem System vielleicht eine Stunde. Und ich würde auch eine Ausschau halten, noch nicht verkauften Büchern, die für mich oder Serpentilie oder Boltax vielleicht interessant wären. Ich muss ja nicht das ganze Regal absuchen, sondern ich muss aber dieses Register abprüfen, ob es. Ja, kannst auch so ein bisschen überfliegen. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwie sowas wie eine Rechercheprobe? Es gibt Bibliotheksrecherche als Metatalent. Ist das so? Also so Staatskunst ist es ja nicht. Etikette ist es auch nicht. Ich meine, du hättest uns auch schon zum Aufräumen oder auch Hauswirtschaft. Hauswirtschaft, ja genau. Hauswirtschaft ist es. Okay. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Gar nicht so gut gelungen. Ja, aber es reicht. Ich habe es geschafft, das System zu erkennen vielleicht. Also, da sind bestimmt noch ein paar Bücher dabei, die euch interessieren. Ist das natürlich die Frage, wie viel Platz du in deinem Rucksack oder wie stark deine Arbeit, wie stark deine Arme sind? Ich würde es wahrscheinlich im Rucksack tragen. Ich würde erstmal alles zusammenkramen, zusammen auf den Tresen legen und mich dann entscheiden, was ich mitnehme und was ich hier lasse. Ja, dir fällt ein Buch auf, Ich. Das ist der Titel. Und dabei geht's wohl um behandelte Notizen von Leonardo und den Homo Novus. Da hat er wohl irgendwie Chimerologie, Golembau, Elementarismus, irgendwas Schwarzmagisches. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Ihr kennt sie nicht, die schwärzesten aller Disziplinen, Elementarmagie. Unelementare seit neuestem. Also wenn du durchblätterst, das Buch fesselt dich einfach und die Bücher der anderen sind eigentlich so ein bisschen egal, bist du der Meinung? Das Buch ist schon ziemlich schwer, wenn du das mitnimmst. Ja, damit kann man bestimmt auch so einen Körper für Eleonora bauen. Du schaust da kurz rein, also Humus, Elementarismus, Chimerologie, alles vermengt und Leonardo nannte es wohl Klon. Klon, ein merkwürdiger Name. Ja, aber wenn du das Buch mitnimmst, ist deine Tasche auch fast voll. Also ein zweites, drittes Buch kriegst du nicht mehr rein, aber ein zweites Buch noch. Schaust kurz rein, der rote Tropfen. Geht's wohl um Vampire, um Blutarmut, um Sonnenlichtelixiere?
Kraft gewinnen, ein roter Trunk, den man sich wohl, ja, ein Buch für Vampire, wie man sich Blut da herstellt. Aber jeder weiß, es gibt keine Vampire. Exakt. Also Humbug, dieses Buch liegt beiseite. Ach, verdammt schwer zu entscheiden. Die stille Zustimmung. Geistbeherrschende Narkotika, die wohl von einem Mengbelaner zusammen gebraut worden sind. Du könntest einfach das Register mit rausnehmen und dann transversalisieren wir nochmal rein, um alles rauszuholen. Genau. Dann nimmst du das Buch Ich mit und das Register, sodass ihr dann nach und nach nachgucken könnt, was denn in dieser Bibliothek, wenn sie denn nicht geplündert wird, für euch in Erfahrung kommt. Ihr könnt auch einfach hier einziehen. Zieht doch einfach in diese Bibliothek. Ja, wir gründen einen Buchladen. Fuck, Polygon. Wir gründen einen Buchladen in Elberum. Das ist jetzt die neue Kampagne. Bottas macht einen neuen Charakter. Jawohl. Frau, ich möchte an Nandos geweihten. Und ihr seid dann, und ihr beide seid dann Mulziber und Neranziber und bitcht euch die ganze Zeit an. Genau. Und irgendwann kommt ein abgeranzter Haufen Helden durch unseren Laden und dann geht's wieder von vorne los. Moment. Also, wir hätten hier ein wundervolles Buch mit einem interessanten Einschlag. Schauen wir doch einmal hier. Was sagt der Herr Nandos immer? Denke, dann denkst du. Und ich denke nicht um des Denkens willen. Also du siehst auf alle Fälle auch so ein Buch. Gut, dein Rucksack ist jetzt voll und du musst auf alle Fälle wiederkommen. Es ist wohl ein Buch der Luftelfen, nicht der Wüstenelfen, der Wasserelfen oder der Waldelfen, sondern der Luftelfen. Und die schreiben wohl ziemlich abfällig über irgendwelche Champanzai oder irgendwelche Monkeys, wie sie wohl irgendwelche Flugschiffe konstruiert haben, mit denen sie dann wohl in den Himmel geflogen sind. Klingt nur sehr, sehr obskuren Märchen. Aber mal ganz im Ernst, wollen wir den Laden nicht einfach kaufen? Bin im Maraskada-Viertel. Ja und? Ja, ihr braucht halt nur eine gute neue Satrapa oder Sultane von Elburum. Und wenn die euch geworben ist, dann übernehmt ihr diesen Buchladen. Siehst du, Boltax, Bücher sind kein Metall. Ja, so weiß. I'm thinking, wir klauen einfach den ganzen Laden. Ja. Gut, ich schnapp mir erstmal dieses Buch. Und ja, schweren Herzens, drei Stunden später kannst du wieder nach draußen auf die Straße treten und siehst wieder, wo Rafim dir entgegenwinkt. Ziemlich unauffällig, auffällig. Wir wollten ans Falsche treffen. Also die ist Nord, die Stadt von durch nach Norden. Ja, nach Norden verlassen und die haben sich alle im Wald versteckt, nur Rafim steht da auffällig, unauffällig auf der Straße und winkt dich heran. Er kann mich ja gar nicht sehen. Ja, wenn du den Zauber fallen lässt. Okay, danach, ja, okay. Also die Viertelstunde ist auch lange oben dann. Wie gesagt, drei Stunden später. Gut. Hier seid ihr. Nun, ich konnte zumindest das Register mitnehmen. Ja, wo ist mein Buch? Noch im Laden. Ich habe, wie? Nur zwei? Ja. Diese Dinger sind außer schwer. Das sehe ich. Und ihr sagt, ihr habt das Register mitgenommen? Wir können jetzt nachgucken. Das erste Buch, was Abel mir wohl in seinen fetten Wurstfingern hat, ich. Sehr passend. Nun, der Titel ist in der Tat sehr bezeichnend. Ein interessantes Buch von Leonardo. Ein unbekannter Titel. Zeig mal dieses Register her. Nun, dann weiß ich zumindest, weswegen ihr euch ablenken habt lassen. Ablenken. Nun, Leonardo hat diese Brücke gebaut, oder? Idina Vena. Genau. Naja, und er hat ja wegen euch auch seine Hand verloren, also. Das war ein Unfall. Ich habe gehört, er sei tot. Nun, tot ist er nicht. Wenn Diamantis einen kurzen Blick auf das Register wirft, kannst du auf den allerersten Blick erkennen, was in der Praios-Tagschule nicht gelehrt wird. Das kleine 1x1. Wie man Blumen zieht. Farbenlehre. Wie man mit Schwarz mischt. Anyway. Ist da irgendwas drin? Ich nehme an, wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, um das mal durchzuwühlen, ja? Rafim findet auch sein Buch wieder. Eine höchst akkurate Erzählung über das Leben des Kaiser Perwald. Ist da irgendwas drin, was man kennt? Was irgendwas, was magisch interessant aussieht? Genau. Also Rafim, da ist dein Buch. Es scheint ein Exemplar da zu sein. Vielleicht irgendwas über die Esoteriker der Geisterbeschwörung?
Geisterbeschwörung, ja, wirst du da auch finden. Okay, wir machen eine Liste. Ihr macht eine Liste. Wir machen eine Liste. Ihr habt jetzt einen eigenen Buchladen. Ihr müsst halt noch die Maraskaner davon überzeugen. Aber ihr habt im Prinzip, ihr habt die beiden Brüder der Nachtwinde umgebracht. Das, wenn ihr den Buchladen haben wollt, könnt ihr ihn geil haben. Da geht unser Business in Elbow rum gleich mit einem Bandenkrieg los. Ich habe gehört, Business in Seenähe zu machen, ist im Moment schlecht. Moment, Leute, wir kennen ja noch den Knüppler. Ne? Oh ja, wir setzen Türsteher einfach den Knüppler in den Buchladen, damit er den in unserer Abwesenheit schmeißt. Ja. Ich hab den also, Verdacht. Und dann kommt er wieder und es ist eine Kneipe und irgendwie hinten ist ein Boxring drin. Und ich sag, Knüppler, du solltest Bücher verkaufen. Ach, ich sollte die verkaufen. Alle Bücher sind weg. Und wenn die Maraskaner ein Problem mit eurem Buchladen haben, dann ist es nachher einfach nicht mehr das Maraskaner-Viertel. Die Bücher sind noch da, in einem riesigen Regal hinter dem Tresen und dazwischen stehen die Schnapsflaschen. Da, wo wir die Bücher weggeklaut haben. Bieruntersetzer wahrscheinlich unter den Bierhumpen. Okay, so. Wir transversalisieren rein, wir schmeißen die Bücher an den Sack, wir transversalisieren mit der Warte auch raus und sind fröhlich. Ja. Also, du hast transversalisiert? Ja. Warst du schon mal da? Ich glaube nicht. War Boltak schon mal da? Ich habe kein Transversales, aber... Was ist Reise durch Sumusleib? Genau, ich muss für Reise durch Sumusleib nicht da gewesen sein. Ich muss nur sagen, Mann, wo ich jetzt hin möchte. Oh Mann, jetzt plündert ihr tatsächlich die Bibliothek. Man kann an Orte teleportieren, die einem beschrieben wurden, aber das ist zu schwer. Aber wir können Abelmir einfach kurz in die Gedanken gucken. Der war ja schon da. Ja, aber du brauchst die Zaubermatrix. Meinetwegen, ihr könnt auch noch fünfmal reingehen, ihr könnt euch auch noch einen Karren mieten. Ihr könnt das meinetwegen plündern. macht das, aber... Ja. Ich meine, wir haben eine ganze Herde Ersatzpferde. Also Bücher zur Geistbeschwörung findet ihr auf alle Fälle, wenn ihr das möchtet. Die sind auch magisch. Wir sind dann ein Büchermobil. Okay, wir nehmen also alles mit, was auch nur zum Mörder-Hobo. Okay, egal wie wir es machen, wir nehmen also einfach alles mit, was auch nur annähernd interessant aussieht. Gut, ja. Dann fertig. Abelmir, wenn du in dem Buch weiter blätterst, kannst du wohl hinten eine Liste finden von den Kunden. Da steht dann nicht dabei, also Wohnorte wohl, oder beziehungsweise in welchen Hotels denn die Lieferung abgegeben werden kann. Und immer wenn sie ein magisches Buch bestellt haben, kannst du wohl sehen, dass ihre Namen danach durchgestrichen worden sind. Interessant. Ganz merkwürdiges Konzept. Es ist ein funktionierendes Konzept. Ein funktionierendes Konzept. Und merkwürdigerweise ist kurz danach wohl auch die Bibliothek etwas größer geworden. Ja, womit lockt man Magier an? Mit Fliegen fängt man Frösche, was wenig. Ach, übrigens, du hast mit einer Kröte geworden. Dir noch bleibt die verwandelt. Lass mich, ich hab dein Schiff für Haus gegeben. Gut. Dann könnt ihr zwei, drei Bücher... Kann ich dieser Fertigkeit vertrauten Bindung lernen? Wenn du möchtest, okay, die Kröte. Ja. Nur so als Idee. Dein krötischer Elite-Diener. Ganz ehrlich, die AP würde ich ausgeben. Ihr nehmt noch, ja, weiß ich nicht, 10 Bücher mit, die euch interessieren. Und brecht dann auf nach 10 klingt Lecker. Realistisch, wenn Sack voll. Ja. Gut. Ja, die Satteltaschen voller Bücher geht es auf in Richtung Janka. Alles klar. Schmeiß ich ein Lebensmittel weg, Bücher nicht, ja. Lebensmittel wachsen auf dem Weg, Bücher nicht. So brecht ihr auf nach Janka.